So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Transfer Fever hier auf dem wunderschönen Kanal. Ich habe gemerkt, Transfer Fever ist ein richtig geiles Spiel, macht mir im Moment richtig, richtig viel Spaß. Und deswegen bringen wir noch eine Weile Transfer Fever. Alles ein bisschen uncut, weil ich glaube, uncut ist es mit am besten. Wir sind ja jetzt letztes Mal hier stehen geblieben. Ich möchte euch eins zeigen, wir gehen mal kurz hier drauf. Es kann kurz lecken, macht es aber nicht. Ich habe jeden verdammten Zug, den es jetzt gibt. Meine Maus ist gerade abgestürzt, nice. Jeden Zug, den es bis jetzt gab, habe ich jetzt freigeschalten oder bleibt freigeschalten, sagen wir es mal so. Ich habe Mods installiert. Ich habe auch die Baureihe 2000, die ich vorher nicht hatte. Oder 200, nicht 2000, sondern 200. Wir haben auch den Schienenbus und alles, aber das kennt ihr ja schon. BRV 100 und alles mögliche besitzen wir ab sofort auch hier. Jedenfalls, wir waren jetzt mal hier stehen geblieben. Ich wollte es ein bisschen anlaufen lassen. Sache ist bloß, ich habe nicht mehr, also nicht noch ein bisschen weiter gespielt. Ich habe irgendwie doch schon, oder eigentlich nichts, also irgendwie komme ich nicht klar, weil ich habe den letzten Speicherstand ist das, und dann, aber der letzte Part zeigt das an, und hier und dies und das und jene. Also es gibt schon ein, zwei Sachen, wo ich mir denke, alles klar, ist jetzt das mein neuer Speicherstand oder ist es mein alter? So. Wir müssen mal kurz gucken, welcher Zug ist denn der richtige? Das ist der richtige, der fährt 100. Habe ich eigentlich hier alles auf Strom umgebaut? Ja, theoretisch könnten wir mal probieren. Der Zug fährt ja sowieso. Den Zug lassen wir mal durchfahren. Der fährt ja sowieso jetzt hier lang. Das ist sehr gut. Warte. Wir probieren gleich mal was. Ich möchte mich gleich mal einen neuen Zug ausprobieren, den ich überhaupt noch nicht probiert habe. Oh. Machen wir es mal so. Jetzt müssen wir natürlich aber auch Signal setzen. Ist natürlich klar. Und zwar ist hier Einfahrt und hier Ausfahrtsignal. Alles ein bisschen eng. Sieht natürlich nicht realistisch aus. Aber ich möchte sehr, sehr gerne mal diesen Zug jetzt noch hier auf probieren. Den schicken wir mal kurz hier rein. Ich möchte nämlich keine Dampflok mehr haben. Ich möchte sehr, sehr gerne eine Elektrolok haben. Welches mir natürlich jetzt im Moment noch unklar. Also wir haben ja jetzt die BR hier. Einmal die Vorserie und einmal die richtige. Also einmal 4 Millionen teuer mit 140 Geschwindigkeit, 2200 PS. Und wir haben 140 die normale Serie. Der Unterschied liegt eigentlich nur an der Tonnenzahl und ein bisschen an der Zugkraft, aber es ist ja nicht weiter schlimm. Die BRV 100 Probe überhaupt nicht probieren auf der Strecke, also die ist mir zu langsam. Ich würde mal sagen, verkaufen wir und den setzen wir bescheuerterweise hier hin. Wollte ich eigentlich nicht. Wenn jetzt mal kurz alles runterziehen. Oh, das dauert ja nur ein paar Sekunden bei dem Zug. Alles mal jetzt zur Probierweise. So. Jetzt habe ich den Zug verkauft. Und da ist er wieder. So, und dann schicken wir den mal auf die... Wo ist denn das? Linie 11 ist das. Und dann gucken wir uns mal den Zug an. Hoffentlich stürzt das Spiel jetzt nicht. Aber ich habe jetzt zum ersten Mal probiere ich gerade mal diesen Zug aus. Und... Los geht's. 220 kommt ran. Design sieht richtig nice aus. Der alte Zugsound. So, spielen wir mal vor. Wichtig ist eigentlich für mich jetzt zu sehen, ob der Zug eigentlich seine Höchstgeschwindigkeit erreicht auf der Strecke. Jetzt gibt er Gas. Also Beschleunigung tut er gut. Da ich aber, dass der Zug erst hier hin ist, dauert das einen Moment. So, hier wird natürlich jetzt alles nach und nach produziert. Das ist wunderschön. So. Der Zug ist angekommen. Passt wunderbar hier rein. Produktion läuft an. Ab jetzt wird's auch Stahl produziert. Das Stahl wird jetzt wieder hier rüber transportiert. Daraus werden jetzt im Moment Werkzeuge hergestellt.
Hier könnte man aber noch ein bisschen was machen. Also wir hätten hier jetzt Holz, aber wir bräuchten noch eine Tischlerei. Also wir können aber auch hier Waren herstellen. Dazu brauchen wir aber auch noch mal Holz, also Bretter. Und wo man die Bretter herstellen kann, das weiß ich nicht. Also Leute, ich sehe gerade, wir haben ein ganz, ganz kleines Problem. Wie viel Platz haben wir? Wir haben 180 Platz und der Zug ist einfach mal komplett ausgelastet. Wir brauchen nur 100% den zweiten Zug. Allein weil der Bahnhof 100% ausgelastet ist, brauchen wir hier einen neuen Zug. Hier ist alles so ausgelastet. Also hier kommen wir nicht weiter ohne einen neuen Zug. Das werde ich zuerst machen. Danach haben wir hier aber auch noch die Bretter, die wir herstellen können. Also das Holz zu Brettern können wir mit einem LKW machen. Das ist alles kein Problem. Aber hier weiterzufahren, würde ich sagen, fahren wir hier hoch zum Güterbahnhof. Und vom Güterbahnhof geht's aus nach Trebs. Und von Trebs aus weiß ich jetzt noch nicht weiter. Aber zuerst kümmern wir uns, wie gesagt, hier um die Strecke. Also allein hier sind es wieder 75 Leute. Jetzt müssen wir nur mal kurz gucken, wo ist denn eigentlich auf dieser Strecke jetzt hier. Ich weiß jetzt gerade nicht, was wir hier eigentlich für einen Zug haben. Wir hätten jetzt genau, ich habe auch noch Flugzeuge neu. Aber ich glaube, das geht eher euch ein kleines bisschen weniger an. So, wir haben hier unseren Zug. Mit der BR bin ich, glaube ich, nicht ganz zufrieden, wenn wir die jetzt so dran bauen. Obwohl die BR mit der BC4 würde gut passen. Da fahren wir nämlich das nämlich ins Depot. Dann holen wir uns zweimal die V200. Und holen uns jetzt mal ein paar Waggons. Also ich glaube mal, das ist eine relativ gute Kombi. Also es geht natürlich noch besser. Aber ich glaube mal, im Moment noch viel besser geht es natürlich nicht. Jeden Zug haben wir ungefähr 250 Meter lang. Wie viel hatten der dann drinne Platz, ist die große Frage. Wir wären dann bei 240. Das ist geil, zu viel, würde ich sagen. 180, also wenn wir zweimal 180 machen, ich glaube, dann sind wir auch schon sehr, sehr gut dabei. Den Zug will ich aber dafür verkaufen. Und sobald der verkauft ist, schicke ich beide los. Also mal kurz gucken. Genau, der wartet jetzt hier auf dem Vierergespann. Vierergespann ist gar nicht ausgenutzt. Aber jetzt zählt das alles als Einzug. Das würde mich mal kurz interessieren. Ja, es zählt alles als Einzug, der relativ wenig benutzt wird. Oh, jetzt schicken wir. Das ist die Frage, wie die Strecke heißt. Ich sehe gerade, hier oben könnte man auch Bretter umbauen. Jetzt kommt der auch. Okay, der hat Vorfahrt, das ist schön. Ja gut, vom Sound jetzt vielleicht nicht ganz so der der Personenzug, mehr so der Güterzug. Aber ich glaube, das ist schon okay. Und den können wir jetzt auch schon losschicken. So, da ist Problem Nummer 1 erstmal behoben. Wir sind schon wieder bei 32 Millionen. Wir können erstmal die Schulden zurückzahlen. Das können wir gut machen. Dafür haben wir genug Geld. Oh. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, deswegen schickt man die mal lieber zurück nochmal. Haben wir das Problem jetzt auch erledigt. Wie gesagt, die große Frage ist nur, wie stellen wir jetzt eigentlich... Also wir brauchen jetzt noch diese Werkzeug... Also ihr wisst schon, was ich meine. Die Waren. Die Waren brauchen wir die Bretter unbedingt. Ich glaube, in der einfachsten Variante kommen wir mit dem Güterzug hier rüber, laden dann alles um und mit dem Personenzug geht es, mit dem LKW geht es dann hier rüber zur Warenherstellung. Ich glaube, anders, besser, schnell kriegen wir es jetzt nicht hin.
Deswegen werde ich das einfach mal so bauen. Ganz rasch und schnell. So, nach, ihr seht gerade, 56,3 Millionen Minus und 30 Millionen Darlehen habe ich es endlich mal geschafft. Ich habe jetzt alles nachgebaut. Ich habe leider einen Fehler im Bau gehabt und ihr seht auch hier oben, dass das Stahlwerk nicht abtransportiert wird. Meine große Frage ist nur, warum? Ich lasse jetzt aus diesem kleinen Depot ein paar Fahrzeuge rausfahren, die mir hoffentlich mehr helfen können. Und ich gehe einfach davon aus, dass dadurch, dass ich jetzt Bretter herstellen möchte, auch vielleicht mehr Dings hergestellt wird. Oder überhaupt was hergestellt wird. Dass das eigentlich jetzt alle LKWs sind, bezweifle ich zwar. Kommt mir relativ wenig vor. Aber okay, so ein bisschen müssen wir mal kurz warten. Danach sehen wir ja, ob die Linienbenutzung benutzt wird. Weil ich habe jetzt ein neues Depot oder eine neue Abfertigung oder wie wollen wir es nennen, benutzt. Und das ist die hier angeschlossen ist. Die aber sagt auch, nein, ich benutze keine Linie im Moment. Obwohl alle Wege bis hier rüberführen, bis zu diesem Depot. Und dieses Depot eigentlich sagt, okay, ja, ich beherberge eine Linie. Und zwar die hier, die mir auf die Linie 15 helfen soll. Die Linie 15 ist belegt mit einem Zug, einem Rugenwagen. Und dieser Rugenwagen, der fährt... Fährt das schon? Also ich lasse ihn doch durchfahren. Nur ich sehe gerade, fährt er noch gar nicht, oder? Doch, da ist er. Nee, es ist er nicht. Dieser Zug fährt aus irgendeinem Grund nicht. Deswegen wird auch... Ach, da ist er noch. Da ist er noch. Oder haben wir jetzt die neue BR? Dann haben wir die Einheitswagen, die vielleicht viel besser zur BR gepasst hätten. So. Und Linie 15. So, das müsste aber heißen, jetzt müsste eigentlich alles beginnen. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gehört habt, das war ein bisschen gruselig. So, hier blockieren sie wieder zwei Züge. Habe ich vorhin schon einmal gehabt. Wir werden einfach den Zug jetzt verkaufen, mir ist es egal. So, die erste Linienbenutzung sagt ja und die zweite Linienbenutzung muss auch nur noch ja sagen. Vielleicht verkaufen wir einfach beide Züge. Aber ich habe erst 4 Mille. Das heißt, ganz so kann ich noch nicht produzieren. Oh. Dann sagen die, ja, okay. Es ist ein Eisenwerk. Wie bescheuert kann man denn sein? Wie bescheuert kann man denn im Kopf sein, dass man jetzt ein Eisenwerk anfährt? Fuck. Fuck, fuck, fuck. Und in der Nähe haben wir das hier nur. Dann bauen wir eben so schnell mal alles um. Scheiße, wie bescheuert kann man denn sein? Wir werden hier eine schnelle Landstraße bauen. Wir werden das neue Cargo-Ding bauen. Die Cargo-Ladezone. Die ich überhaupt noch nicht so kenne. So. Die wird hier hingebaut. Danach geht eine 80er. Es ist die Frage, 80 oder 100? Ich glaube 80. Schnell können auch die späteren LKWs nicht fahren. Geht's hier hin. Die Cargozone hier hin. Die kann man auch alle schräg einbauen. Das ist schon richtig geil irgendwie. So.
eingebaut. Dann fahren die hier lang und fahren eben dann dahin. Dadurch muss ich jetzt aber alle verdammten LKWs dieser einen Linie, der Linie 17 nämlich, umbauen. Ja, alles löschen. Weil die sollen dann von hier aus, sollen sie dann hier rüber fahren und von hier aus müssen sie dann hier hinfahren. Los geht's. Neue Linie 17 ist eingebaut. Das brauchen wir nicht mal, das Stahlwerk auch nicht, die Fahrzeuge auch nicht und das brauchen wir nicht. Weil wir müssen jetzt mal kurz gucken, ob jetzt der sagt, jo, okay, ich sehe ein. Ja, beide sagen ja. Hier läuft zwar eine Produktion. Achso, ja, ist auch richtig. Hier muss eine Produktion schon anlaufen. Die Züge. Habe ich die gerade zum Verkaufen geschickt? Nehmen was ein? Habe ich mich doch gehört. So, hier kommen die ganzen LKWs an. Alles klar. Ein Zug wird sicherlich nicht reichen. Und so einen neuen richtig geilen Zug haben wir jetzt noch nicht bekommen. Wir haben jetzt den roten Pfeil hier drauf. Wir hätten zwar jetzt die Abteilswagen mit 21 Leuten pro Waggon. Bringt mir aber immer noch nicht ganz so viel. So, hier soll bald was, hoffentlich mal was gemacht werden. Aber ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt nur einen Daumen da, wenn ich einen Daumen unten schreibt in die Kommentare, ob ihr natürlich mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt ihr auch mal, was ihr wollt. Bei der Hoffnung, dass hier dann endlich mal ein paar Bretter entstehen. Ja, ciao, ciao.